Regel nicht der Fall. Nach dem Brand sind einige der Geflüchteten auf das griechische Festland gebracht worden, sind in weiten Teilen dort auch sich selbst überlassen worden. Deutschland hat zugesagt, ungefähr 1.500 asylberechtigte Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Bisher angenommen sind aber nur 101. Es gibt ein neues Lager in dem Dorf Karatepe auf Lesbos. Da leben nach offiziellen Angaben ungefähr 9.000 Menschen. Trinkwasser, Essen, Medikamente, Duschen und Toiletten sind bis heute sehr knapp. Eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik, die solche Zustände verhüten würde, ist weiterhin nicht in Sicht. Ende September hat die EU-Kommission ihren lange überfälligen Plan für einen neuen Pakt für Migration und Asyl vorgestellt. Er sieht in der Asylpolitik eine Arbeitsteilung vor. Länder, die Geflüchtete aus anderen Mitgliedstaaten aufnehmen, sollen dafür finanziell unterstützt werden, um vor allem die Staaten an den europäischen Außengrenzen zu entlasten. Länder, die keine Geflüchteten aufnehmen wollen, sollen mit sogenannten Abschiebepatenschaften helfen. Die Zusammenarbeit mit Staaten außerhalb der EU soll intensiviert werden. Viele Regierungen Europas lehnen aber die Vorschläge ab. Und ob sich die EU wird einigen können, ist nach wie vor vollkommen offen. An den Außengrenzen hat sich die Situation insofern verändert, als dass kaum noch Flüchtlinge in Europa ankommen. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die libysche und die türkische Küstenwache sie oft schon auf dem Meer abgreifen, die griechischen Grenzschützer Geflüchtete immer wieder auf das offene Meer zurückschieben und auch die kroatische Grenzpolizei seit Jahren jetzt schon Gewalt einsetzt, um Ankommende vom EU-Territorium fernzuhalten und in die Nachbarstaaten zurückzubringen. Nach internationalem Recht sind diese sogenannten Pushbacks, diese Zurückschiebungen verboten. Die EU lässt es aber zu. Wie ist die Situation in Griechenland und auf Lesbos heute? Wie ist man da auf den Winter und vor allem auch auf die Corona-Pandemie vorbereitet? Was passiert, wenn wieder mehr Menschen in Europa Schutz suchen sollten? Und wie lässt sich das Asylrecht in Europa womöglich noch retten? Darüber sprechen wir heute Abend und zwar mit folgenden Gästen. Wir haben zu Gast Franziska Grillmeier, eine freie Journalistin, die seit vielen Jahren über Grenzpolitik und Gesundheitsversorgung in Konfliktregionen schreibt, unter anderem für den Spiegel, die Zeit und die Taz. Sie hat internationales Recht und Konfliktstudien in Wien und London studiert und lebt heute auf Lesbos. Markus Engler ist Sozialwissenschaftler und arbeitet seit September diesen Jahres in der Abteilung Migration am Dezim-Institut. Er forscht seit vielen Jahren zu Flucht- und Migrationsbewegungen und zu deutscher und europäischer Flüchtlings- und Migrationspolitik. Er hat Sozialwissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert und war vorher als Politikberater tätig. Und dann ist bei uns heute Abend Beate Gminder. Beate Gminder ist stellvertretende Generaldirektorin und Leiterin der Taskforce Migration Management, die die EU-Kommission gegründet hat nach dem Brand auf Lesbos im September diesen Jahres. Nach ihrer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München hat sich Beate Gminder bei der EU beworben. Das ist mittlerweile 25 Jahre her. Und nach verschiedenen Stationen ist sie dann letztlich in der Generaldirektion für Migration und Inneres der Kommission gelandet. Ein Hinweis noch zu Beginn. Dieser Talk ist eine Veranstaltung der Taz. Und die Taz wiederum lebt davon, dass für den Taz-Journalismus freiwillige Beiträge über unser Bezahlmodell Taz zahle ich geleistet werden. Wir würden uns freuen, wenn diejenigen Zuschauerinnen und Zuschauer, denen die Veranstaltung gefällt, sich überlegen würden, dort auch einen Beitrag zu leisten. Soweit, Franziska Grillmeier, Sie sind eine der wenigen Journalisten, die seit langer Zeit durchgängig auf Lesbos vor Ort sind. Sie haben die Phase im Spätsommer mitbekommen, als zunächst den lange befürchteten Corona-Ausbruch gab, haben aber auch in den ganzen Wochen und Monaten davor, als die Flüchtlinge, über ein halbes Jahr war es ja eigentlich, auch eine Ausgangssperre zu erleiden hatten in dem Lager in Moria und sozusagen verfügen über umfangreiche persönliche Anschauungen dazu. Vielleicht können Sie mal schildern, was eigentlich in den Wochen nach dem Brand passiert ist, nachdem die griechische Regierung ja schon sehr schnell klargemacht hat, es wird ein neues Lager geben und dann die große Frage war, welchen Charakter wird das haben, werden die Menschen dort interniert, wird das ein offenes Lager sein und werden die Bedingungen womöglich menschenwürdiger sein, als es vorher in Moria der Fall war. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Man muss sich vorstellen tatsächlich, dass die Menschen nach dem Feuer hochtraumatisiert in dieses neue Lager gegangen sind. Sie waren 9 Tage auf der Straße, zum Teil dehydriert und wirklich ausgehungert. Eltern waren furchtbar beschämt, ihre Kinder in dieser Situation zu lassen. Und man hatte das Gefühl, wirklich der Wille, der Überlebenswille war auch gebrochen zu einem großen Teil. Und
Man schaute auf das Meer und man sah Helikopter auch ankommen auf diesem Schießübungsplatz, diesem militärischen Schießübungsplatz, der noch eine Woche zuvor in Betrieb war, und sah, wie dort immer mehr Zelte aufgebaut wurden. Auf den ersten Blick sah das auch gar nicht so schlecht aus, wenn man jetzt Moria kannte, was davor ja einfach durch Holzbaracken entstand, wo zum Teil auch das Abwasser durchlief. Also ich persönlich schaute dann das erste Mal auch drauf und dachte mir, okay, das sind jetzt mal weiße Zelte, aber tatsächlich, wenn man aus dieser Vogelperspektive nach unten zoomte, sah man einfach, dass es an allem fehlte tatsächlich, also an Zeltböden, an Wasseranschlüssen. Die Zelte sind direkt am Meer und in der Windschneise, das heißt, man wusste eigentlich sofort, und damals gab es noch hohe Temperaturen, dass die Leute mit Kopf und Füßen, wie es jetzt heute auch geschehen, im Wasser aufwachen werden. Und das sahen die Vertriebenen, die abermals Vertriebenen, die auf der Straße waren, auch. Und sahen vor allem den Stacheldrahtzaun, die Flutlichter, diese ganze Militärstruktur, die sie ja schon auch von Moria gewöhnt waren, diese Abschreckungsarchitektur, die ja die Leute auch unter Kontrolle halten soll. Und damals war einfach die Panik riesengroß, dort wieder reinzugehen. Das griechische Die aus Athen kam dann, dort wird es euch besser gehen, vertraut nicht auf Journalisten oder humanitäre Helfer, die euch irgendwas anderes erzählen, geht in dieses Camp oder euch wird das Asylverfahren aberkannt. Und das war dann tatsächlich so der Punkt, wo man gemerkt hat, hier wird systematisch der Wille der Menschen auch gebrochen, um in dieses neue Lager zu gehen. Und viele hatten Angst vor einem Gefängnislager. Das ist jetzt im Moment so, dass die Leute noch von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends rausgehen dürfen, aber tatsächlich nur 750 Menschen von diesen 7.500, die im Moment jetzt dort wohnen, übrigens immer noch ohne Duschen, also die meisten haben seit dem Feuer noch immer nicht einmal warm geduscht, es gibt nur einmal am Tag Essen und ja, man fragt sich tatsächlich, wie die Leute sich jetzt auch um sich selbst kümmern sollen, sich selbst versorgen sollen, wie es ja auch schon in Moria immer der Fall war, wenn sie jetzt nicht mehr zu den Supermärkten gehen können, wenn sie nicht mehr zur Apotheke gehen können und einfach der Zugang vehement abgeriegelt wird. Übrigens auch für die Presse, also die Berichterstattung wird immer schwieriger und auch die humanitäre Koordination vor Ort. Bleiben wir vielleicht mal kurz bei der Corona-Situation. Es gab hier diesen Shutdown des Lagers seit März diesen Jahres. Es gab damals immer die Regelung vor dem Brand, dass eine deutlich geringere Zahl als 750 pro Tag raus durften. Ich glaube, wenn es verbindliche Termine in der Stadt gab. Wie ist es jetzt und wie ist die Infektionslage? Es hat ja kurz vor dem Brand den ersten Ausbruch gegeben. Die Zahlen haben dann zugenommen. Wie ist es heute? Ja, also kurz nach dem Brand wurde jeder getestet, der in das neue Lager kam. Damals gab es 243 positiv getestete Menschen. Die wurden dann in eine extra Quarantäne-Abteilung gebracht. Ich konnte die dann während einer Presseschau auch am Anfang besuchen. Dort sah man dann die Menschen auf dem Sandboden sitzen, hinter Stacheldrahtzaun und so einem rot-weißen Absperrband. Und ja, ich bekam dann immer mehr Nachrichten auch von Familien und von Leuten vor Ort, dass die Krätze wieder ausgebrochen ist oder Tuberkulose wieder gestiegen ist oder andere Erkrankungen, die auch Fieber, also wo Menschen auch Fieber haben, aber Angst hatten, zur ärztlichen Behandlung zu gehen, dass sie eben dort nicht reingesteckt werden in diese Quarantäneabteilung, die tatsächlich komplett unterversorgt ist und wo viele dann der Patienten auch mir erzählt haben, ihnen wird das Essen über den Zaun geschmissen und so weiter. Und das ist bis heute so. Wir haben jetzt, mein letzter Stand war, dass es um die 50 positive Fälle gibt. Es wurde jetzt aber auch über die letzten Wochen nicht besonders viel getestet, was ich so mitbekomme, einfach weil es an Kids gefehlt hat. Und es dann oft so war, dass so ein Katz-und-Maus-Spiel angefangen hat im Lager, dass Leute, die gehustet haben, dann von der Polizei versucht wurden, wiederum zum Testen zu bringen oder gleich in die Quarantänestation gebracht wurden zu den anderen Erkrankten. Und also ein Riesenchaos ausbricht und das einfach nicht unter Kontrolle ist, beziehungsweise ja in keinster Form auch diese Abstandsregeln weiterhin aufrechterhalten werden können. Also wenn man jetzt die Schlangen sieht, zum Beispiel gestern wollten natürlich über 2000 Leute einfach mal raus zum Einkaufen, weil am Sonntag wieder das Camp geschlossen war. Und nach einer halben Stunde schloss die Polizei das Gate und Demonstrationen brachen dann auch aus am Haupteingang. Und da kann sich niemand vor, also
vor Corona schützen und geschweige denn auch jetzt beim Waschen im Meer oder in den Zelten selbst. Das hat ja während der Monate des Lockdowns des Lagers eine Selbstorganisierung von Insassen gegeben, die versucht haben, auch darauf aufmerksam zu machen, dass die ganzen Abstands- und Hygieneregeln nicht einzuhalten sind, zum einen wegen der Enge und der Dichte und zum anderen wegen des fehlenden Wassers. Hat es die griechische Verwaltung in irgendeiner Weise aufgenommen und versucht, irgendwie im neuen Lager bessere Corona-Vorbeugemaßnahmen sicherzustellen oder zu ermöglichen? Also was ich, und ich bin natürlich im Moment auch immer mehr auf die Berichte der Campbewohnerinnen angewiesen, da ich selbst gar nicht mehr ohne Ausnahmegenehmigung ins Camp kann. Und zwar, was Sie sagen, ist einfach, dass sie zum Teil immer noch keine Masken haben, dass es ja schon allein an fließendem Wasser fehlt. Also Leute waschen sich tatsächlich mit Plastikflaschen und mit Eimern im Meer oder bekommen dann abgefülltes Wasser in Flaschen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Hände nicht gewaschen werden können, dass Windeln zum Teil gar nicht ausgewaschen werden können von Kindern, aber auch von chronisch kranken Patienten und Patientinnen. Und ja, es ist einfach im Moment eine Situation, wo tatsächlich viele sagen, Corona ist das geringste unserer Probleme. Wir haben so viele chronische Erkrankungen, auch Krebspatienten zum Beispiel, deren ganzes medizinische Dokumente in dem Feuer auch verbrannt sind, die jetzt wiederum nicht behandelt werden können, nicht zum Krankenhaus vorgelassen werden. All diese, also diese ganze Situation eigentlich der gesundheitlichen Versorgung fand schon davor nicht statt im gesamtheitlichen Umfeld und jetzt natürlich mit Corona auch nicht. Und da sieht man jetzt auch keine Abstandsregeln zwischen den oder Abstandshaltung zwischen den Zelten oder so. Zum Teil sind ja bis zu 20, 30 Leute in einem Zelt. Also Corona war der eine große Kritikpunkt der BewohnerInnen in Moria und der andere große war Gewalt. Es gab seit über einem Jahr eine Häufung von gewalttätigen Auseinandersetzungen, zum Teil auch verbunden mit Feuern. Es gibt eine Reihe von Todesfällen, Menschen, die bei den Zusammenstößen da gestorben sind. Und der Vorwurf war ganz klar, die Polizei schützt uns nicht. Es ist sozusagen kaum noch möglich, nachts ungefährdet das Zelt zu verlassen, um auf Toilette zu gehen. Hat sich da irgendwas geändert in der Situation, an der Sicherheitslage? Also man muss sagen, insgesamt ist die Polizeipräsenz, auch die Militärpräsenz enorm gestiegen nach dem Feuer. Also man hat wirklich an fast jedem Eingang mittlerweile ein Polizeiauto, auch über Nacht. Wenn die Menschen reingehen in das Lager, werden sie auch mit Metalldetektoren abgetastet, ob sie irgendwelche, ob sie zum Beispiel auch Alkohol mit dabei haben, aber auch irgendwelche waffenähnlichen Stangen oder Messer und so weiter darf man nicht einführen ins Camp. Und was ich mitbekomme, ist, dass tatsächlich die Gewalt abgenommen hat in den letzten Wochen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich von vielen, vor allem auch Frauen, höre, dass die sexualisierte Gewalt wiederum zugenommen hat, beziehungsweise sich nicht verändert hat. Und diese unerschlossenen Räume auch weiterhin stattfinden, weil zum Beispiel Frauen sich auch einfach nicht duschen können, also diese Intimsphäre gar nicht haben, keine Privatsphäre haben und es immer wieder auch zu Übergriffen kommt und es kaum mehr Ansprechpartner gibt, da die medizinische Versorgung dann ab 5 Uhr nicht mehr da ist oder gewährleistet wird, sich viele nicht trauen, auch zur Polizei oder Militär zu gehen, die gar nicht dazu ausgebildet sind oft, um auch diese Signale zu erkennen, wenn man in Gefahr ist oder auch posttraumatische Störungsbelastung zum Beispiel immer wieder dann als was anderes deuten. Das ist einfach das Problem ist, dass zum Beispiel auch die rechtliche Beratung oder Anwältinnen und Anwälte einfach keinen Zugang mehr haben, wo Leute dann früher mal gesagt haben in Moria, oh, da ist jemand, mit dem ich mal kurz sprechen kann, oder zum Beispiel auch ich, wenn ich früher reingekommen bin, da kamen dann Menschen, nochmal zwei Frauen auf mich zu, die ich kannte, die gesagt haben, weißt du, was gestern passiert ist und könntest du mal irgendwie schauen, dass du mal zu dem Zelt gehst und dieser Dame zuhören oder so. Also dass diese Berührungspunkte gibt es nicht mehr und deswegen ist es auch für mich wahnsinnig schwierig tatsächlich einzuschätzen, inwiefern die Gewalt zu oder abgenommen hat. Es gab ja jetzt eine Reihe von Bildern aus dem einsetzenden Herbst, als der Regen gekommen ist, als die Stürme gekommen sind, dass die Zelte komplett überflutet sind. Man konnte es auf Twitter sich anschauen, die Situation. Ist denn sozusagen die Haltung der griechischen Regierung, das ist jetzt erstmal so fertig, das bleibt jetzt so? Oder sagen die, wir sind im Bau, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen verbessern, das dauert jetzt nur noch eine Weile? Was sagen die den Flüchtlingen?
Also ich glaube, die Geflüchteten sind tatsächlich die Letzten, die irgendwelche Informationen bekommen. So ist es ja immer. Das Problem ist tatsächlich, also was wir bekommen, natürlich von der Regierungsebene ist, ja, wir sind noch im Aufbau, es braucht Zeit. Wir haben dieses Lager innerhalb von 72 Stunden aufgebaut. Und es ist ja alles gar nicht so schlimm, wie es dargestellt wird. Ja, also sieht man eigentlich an der Entwicklung nicht besonders viel. Auch ist das Thema der sogenannten Winterization ja seit 6 Jahren jetzt mittlerweile der Fall. Und es wurde auch in Moria nie angegangen. Und ich weiß wirklich nicht, wie die Leute dort, und das jetzt nicht überspitzt ausgedrückt, aber überleben sollen in dieser Windschneise. Auch die Inselbewohner haben gesagt, es ist ja wahnsinnig, an welchem Ort dieses neue Lager jetzt gebaut wurde. Da ist einfach sofort überschwemmt werden kann. Also ich meine, jetzt mit dem Erdbeben in der Ägäis hatte man einfach Glück, dass die Wellen nicht zu hoch waren, um dieses ganze Lager zu überschwemmen. Aber es wird tatsächlich, also auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen dazu kommen, dass mindestens 80% unter Wasser stehen. Und die Leute haben noch immer keinen Zeltboden. Also sind auf Pappe untergebracht. Und also das ist keine Struktur zum Überleben tatsächlich. Das ist jetzt, also ich weiß, also man hört jetzt auch nicht, dass Heizstrahler angebracht werden sollen oder so. Also davon habe ich jetzt noch nichts vernommen. Und tatsächlich ist es auch ein Riesenproblem, dass es einfach nie besonders viele Informationen gibt. Und auch die humanitäre Organisationen, die im Moment dort operieren, halt tatsächlich auch nur unter der Aufsicht der staatlichen Behörden oder des Militärs dann auch das umsetzen kann, was gewollt wird und was nicht. Lesbos war ja bekannt dafür, dass es eigentlich eine Insel war, die trotz der sehr hohen Zahlen von Ankünften eigentlich sehr sozusagen solidarisch aufgestellt war. Die Inselbevölkerung hat über lange Zeit eine große Zahl von Projekten mitgetragen, um die Menschen zu unterstützen. Und im Februar, März diesen Jahres haben viele Anwesende vor Ort gesagt, die Stimmung ist gekippt. Die Stimmung ist sozusagen in der Zeit, als die türkische Regierung gesagt hat, wir lassen die Flüchtlinge jetzt wieder rüber nach Griechenland und wo auch Griechenland gesagt hat, wir nehmen jetzt überhaupt keine Asylanträge mehr an. Da haben rechte Gruppen auf der Insel sozusagen viel mehr Präsenz gehabt als vorher, haben auch die NGO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise angegriffen. Und das war so ein Zeitpunkt, wo viele sagen, da hat es der Inselbevölkerung gereicht und die wollten das Lager nicht mehr. Als es dann jetzt im September den Brand gegeben hat und die Frage war, wo wird das neue Lager errichtet, hat es auch wieder Demonstrationen und Blockaden gegeben. Es gab auch Zusammenstöße zwischen der Polizei und der Inselbevölkerung. Wie ist es jetzt? Haben sich die Menschen auf Lesbos mit dem Lager abgefunden? Gehen die Proteste weiter? Wie wird das auf der lokalpolitischen Ebene verhandelt, das Thema? Ja, also was man tatsächlich feststellen muss, ist, dass es immer noch großen Unmut gibt und diese Frustration weiterhin anhält, weil man sich nach 5 Jahren der sogenannten Fluchtkrise einfach alleingelassen fühlt von Athen, von den EU-Mitgliedstaaten natürlich, auch dieses Gefühl hatte, dass man in seiner Solidarität, in seinen humanitären Werten von 2015, 16 betrogen wurde. Also das bekommt man ganz oft mit, dass diejenigen, genau wie Sie jetzt sagten, also die 2015, 16 so eine große Solidarität zeigten, jetzt sich zum Teil auch radikalisiert haben, ja. Aber das war tatsächlich, ist und ist immer noch nicht repräsentativ für die ganze Inselbevölkerung. Aber natürlich ist es im Moment so, dass die Menschen weggesperrt sind, aus dem Sichtfeld immer mehr rausgedrängt werden und dementsprechend auch die Demonstrationen abgenommen haben. Und man kann auch feststellen, dass im öffentlichen Raum, also die Geflüchteten werden als Sicherheitsproblem gerahmt auf der europäischen Ebene, aber auch im öffentlichen Raum, wo man zum Beispiel erkennen kann, dass beim Metzger, beim Supermarkt, es gibt den großen Lidl-Supermarkt, auf einmal zwei Schlangen da sind, einen für People of Color, also Geflüchtete, und einen für Inselbewohner und Menschen meiner Hautfarbe. Und das ist sehr erschreckend zu sehen, dass man dort einfach wirklich strukturelle Diskriminierung und Ausgrenzung von Geflüchteten jetzt auf der Insel beobachten kann, und in allen Lebensbereichen, ob an der Apotheke, im Krankenhaus, aber eben auch einfach, wenn man ja, ein bisschen Mehl und Eier im Supermarkt kaufen will. Und einfach wirklich auch diese Konfrontation zunimmt und ja, diese Begegnungsräume einfach viel, viel, viel mehr abnehmen und viel weiter abnehmen und dadurch natürlich auch
es immer mehr Frust gibt und Hass geschürt wird und so weiter. Aber die Demonstrationen jetzt im Moment, wie sie im März oder April waren, sind nicht mehr da. Welche Rolle spielt denn dabei Corona? Lesbos hatte ja gegen Ende der Touristensaison im August relativ hohe Corona-Zahlen für griechische Verhältnisse. Und die Befürchtung war, wenn das Virus im Lager ausbricht, dann explodieren die Zahlen auf der Insel, dann ist das Krankenhaus sofort überbelegt und dann infiziert sich auch die Inselbevölkerung noch viel schneller. Spielt das jetzt immer noch bei dem Verhältnis der Inselbevölkerung und den Lagerinsassen eine Rolle, diese Befürchtung, dass sozusagen die Flüchtlinge das verstärken können? Ja, natürlich, obwohl auch die Inselbevölkerung festgestellt hat, dass es am Anfang so war, dass die Geflüchteten Angst hatten, in die Stadt zu gehen und sich maskiert haben, eine Maske eingezogen haben, um einkaufen zu gehen, weil sie Angst hatten, das dann wiederum ins Lager mitzunehmen. Das kam ja dann relativ spät erst in Moria an und die meisten Menschen sind auch, das habe ich vorher vergessen zu sagen, asymptomatisch in Moria oder in Kara Tepe jetzt, was wiederum bedeutet, dass auch der Frust unter den Geflüchteten wieder größer wird, weil sie denken, das ist nur der Vorwand, um sie einzusperren. Also das nochmal so als Side Note. Ja, tatsächlich ist es so, dass sich auf der Insel generell dieses Gefühl breit macht und dort ja auch eine sehr alte Bevölkerung auch zum Teil in den Dörfern lebt, die das Gefühl haben, wenn ich jetzt wirklich krank werde, bin ich 12 Stunden von Athen entfernt. Also man fühlt sich sowieso schon von dem Festland so weit abgekapselt und alleingelassen, dass Corona dieses Gefühl nochmal verstärkt hat und natürlich jetzt auch in den Krankenhäusern ja, einfach Leute auch angeschrien werden, die dann aus den Lagern kommen, einfach aus Panik und Angst. Ja, also das hat man schon. Ja, aber dadurch, dass es tatsächlich erst bei der Inselbevölkerung war und nicht im Lager, hat sich das ein bisschen relativiert. Vielen Dank, Franziska Grillmeier. Frau Gminder, die Task Force Migration Management ist unmittelbar nach dem Brand auf Moria gegründet worden. Sie sind darin, Sie werden diese Schilderung von Frau Grillmeier ja schon sozusagen für die nichts Unbekanntes gewesen sein. Warum ist das immer noch so? Ja, guten Tag. Und das stimmt, die Schilderungen sind mir nicht unbekannt und ich kenne auch die verschiedenen Sichtweisen. Ich war selber schon 3-mal im Lager, seit es gebrannt hat, also im neuen Lager, und konnte mir daher auch vor Ort immer wieder einen Eindruck verschaffen und habe besonders auf die Punkte, die Frau Grillmeier auch hingewiesen hat, auch immer wieder Wert gelegt. Wir sind ja als EU in einer Rolle, wo wir uns dem Mitgliedstaat Griechenland unterstützen und helfen sollen, weil wir aber auch gleichzeitig auch immer wieder den Finger in die Wunde legen. Ja. Und es gibt vielleicht 2 Blöcke, die ich kurz einführen möchte. Das eine ist natürlich das Lager selber und was macht man damit? Und das andere ist dann, was machen wir politisch mit der Erfahrung, die wir gerade auch in Griechenland haben, beziehungsweise in anderen Ländern. Vielleicht zuerst zum Lager. In der Tat war das natürlich etwas, wo keiner darauf vorbereitet war und eine riesige logistische Aufgabe, so viele Menschen schnell wieder einigermaßen unterzubringen. Es ist immer noch eine riesige logistische Aufgabe, auch mit einem Race on Time, weil der Winter kommt. Und ich habe nicht wenige Videokonferenzen mit den griechischen Behörden, um genau dieses anzugehen. Und bin auch im aktiven Gespräch mit den UN-Organisationen und den NGOs, die auf der Insel sind, was wir dort tun können. Das ist technisch nicht einfach und auch logistisch nicht einfach, weil natürlich für so viele Leute nicht so schnell einfach ein Platz vorhanden ist. Sie müssen Elektrizität besorgen, sie müssen Wasserzuleitungen legen, sie müssen Abwassermöglichkeiten finden. Und das alles vor dem Hintergrund, wie Frau Grillmeier ja zu Recht geschildert hat, einer immer schwierigeren Stimmung auf der Insel von einer Inselbevölkerung, die sehr müde ist und auch nicht sonderlich kooperativ im Moment. Das muss man einfach feststellen. Ne? Und das macht es für alle Beteiligten schwierig, schnell und durchgreifend die Hilfemaßnahmen zur Verfügung zu stellen, die wir als Kontinentaleuropäer, wenn ich es mal so sagen darf, einfach für granted nehmen. Also wo wir denken, das kann es doch gar nicht sein, dass das so schwierig ist. Es ist aber schwierig. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich mit Frau Grillmeier nicht übereinstimmen würde, zum Beispiel das Essen. Also natürlich wird nur einmal am Tag Essen ausgegeben, weil wir lange Schlangen verhindern wollen, aber es gibt dabei 3 Portionen Essen. Also es ist schon so, dass jeder genügend zu essen bekommt. Und als ich vorletzte Woche das letzte Mal auf der Insel war und mit den Nichtregierungsorganisationen auch alle einzeln gesprochen habe, gab es jetzt keine über diese Grundvoraussetzung, die man zum Leben braucht, keine Klagen. Natürlich gibt es zu
zu wenig Duschen. Natürlich gibt es nicht genügend Toiletten, aber es gibt mehr als vor 6 Wochen und es werden immer mehr. Also man bemüht sich schon und natürlich waren alle, sowohl die Behörden als auch die Flüchtlinge selber, als auch die Insel geschockt von dem ersten Schlechtwettersturm, der sehr früh dieses Jahr in der Ägäis gekommen ist und auf den keiner richtig vorbereitet war. Also von dem her, es ist eine Gesamtgemengenlage, die zum Teil wirkliche Schwierigkeiten hat, mit denen man kämpfen muss, zum anderen, wo aber auch konkret versucht wird, Hilfe zu leisten. Und dies hört ja auch nicht heute auf. Was die Gesundheitslage angeht, und Sie haben es immer wieder angesprochen, Herr Jakob, mit Corona, es gibt zum ersten Mal ein richtig qualifiziertes Ärzteteam auf Lesbos, das den Flüchtlingen hilft und wo man nicht nur auf die Nichtregierungsorganisationen in Form von Ärzte ohne Grenzen und angewiesen ist. Und das wird von der WHO zur Verfügung gestellt. Das war zuerst eine norwegische Gruppe von 20 Medizinern und medizinischem Personal und ist jetzt eine deutsche Gruppe. Corona selber ist, wie Frau Grillmeier richtig gesagt hat, aus der Inselbevölkerung eingeführt worden auf die Insel. Wahrscheinlich von jemandem, der gereist ist und dann zurückkam. War lange überhaupt nicht im Lager, entgegen aller Vermutungen. Und wir haben uns zum Beispiel seit Anfang der Corona-Krise im März, haben wir uns mit dem UNHCR sehr bemüht, sämtliche Personen von den Inseln zu nehmen, die gefährdet sind, Corona zu bekommen, also in die Risikogruppen fallen. Das ist auch von Lesbos aus schon passiert. Aber es war tatsächlich so, dass dann ungefähr 30 Corona hatten und natürlich mit dem Feuer und der Untermischung hat sich das Virus doch weiter ausgebreitet. Deswegen wurde jeder, der in das neue Lager kam, zuerst mit einem Schnelltest getestet und es gab insgesamt fast 400 positive Tests unter diesen 7000, die aber alle genesen sind oder zumindest keine schlimmen Symptome hatten. Es gab nur einen, der ins Krankenhaus musste und inzwischen aber wieder genesen ist. Es gibt eine extra Quarantänestation, nicht nur im Lager. Ich glaube, die gab es nur in den ersten 2-3 Tagen, das Zelt, das Sie da schildern. Sondern eigentlich ist die Quarantänestation in einem anderen Ort auf der Insel, wo vor allem die Flüchtlinge ankommen, die neu ankommen in Lesbos, weil da muss man natürlich sehen, ob die irgendwelche Symptome haben. Das bringt mich auch wieder ein bisschen zurück auf die allgemeine politische Lage. Warum kommt es denn dazu, dass diese Verdichtung und diese große Anzahl von Flüchtlingen auf den griechischen Inseln feststeckt? Weil das tun sie ja. Und das sehen wir natürlich auch. Das kommt letztendlich, wie Sie alle wissen, aus dem politischen Hintergrund, dass man in der Migrationskrise 2015-16 ein Abkommen mit der Türkei geschlossen hat, um die Schmuggel und die unsicheren Bewegungen über die Ägäis zu unterbinden. Die Idee ist also, dass statt dass jemand, der Schutzbedürfnis hat, sich auf ein Boot begibt und viel Geld bezahlt und sich im Prinzip auch organisierter Kriminalität ausliefert, dass dieser stattdessen in der Türkei zu der UNHCR, die dort sehr stark vor Ort vertreten ist, geht und sagt, ich würde gerne in das Resettlement-Programm der EU aufgenommen werden. Weil für jeden, den die Türkei von den Inseln zurücknimmt, und seit Beginn der Corona-Krise nimmt sie niemanden mehr zurück, aufgrund von Corona, für jeden, der dort zurückgeführt wurde in die Türkei, nahm die EU 4 bis 5 direkt Syrer aus der Türkei in die Europäische Union. Das war im Prinzip der Deal und das war, um zu unterbinden, dass Menschen den unsicheren Weg über die Ägäis antreten. Und ich denke, es ist wichtig zu unterstreichen, dass eben diese Möglichkeit, in ein Resettlement-Programm zu kommen, immer da ist, dass wir auch dieses Jahr trotz Corona nach wie vor aus Staaten Schutzbedürftige umsiedeln in die Europäische Union. Und dass das auch ein Fokus ist von unserem Asylpakt, den wir gerade vorgelegt haben. Sie wissen, dass Migration ein wichtiges und schwieriges. Ja. Auf jeden Fall. Auf den Migrationspakt kommen wir gleich nochmal separat zu sprechen. Wir wollen noch mal einen kurzen Augenblick in Lesbos bleiben. Sie sagten, es sei schwierig, die Logistik. In sehr kurzer Zeit musste das neue Lager aufgebaut werden. Das galt ja für Moria alles nicht. Moria hat ja bereits 2014 eröffnet. Das existierte mindestens 6 Jahre. Die EU hat da von Anfang an Geld reingegeben, hat das auch mit konzipiert. Und die Zustände waren ja eigentlich noch schlimmer als in dem neuen Lager jetzt, obwohl sehr, sehr viel Zeit da war und auch sehr, sehr viel zivilgesellschaftlicher und politischer Druck. Und trotzdem haben unisono alle Menschenrechtsorganisationen, alle medizinischen Organisationen, die im Lager tätig waren, gesagt, das kann nicht sein. Das ist eigentlich ein Unding, dass mitten in Europa es so einen Ort gibt, obwohl es da ja Zeit gegeben hätte, das abzustellen. Warum hat es da nicht funktioniert?
Ja, letztendlich ist aber Migrationspolitik eine geteilte Politik mit den Mitgliedstaaten. Die EU kann nicht in einem Mitgliedstaat ohne die Beteiligung des Mitgliedstaates etwas umsetzen und machen. Im Gegenteil, wir können unterstützen, aber wir können eben nur mit dem Mitgliedstaat zusammen Gesetze umsetzen. Und für Asylentscheidungen ist ausschließlich der Mitgliedstaat zuständig. Das ist souveränes Recht eines Mitgliedstaates und wird es auch bleiben. Und von dem her waren wir vor eine Situation gestellt, wo die Asylverfahren auf den Inseln extrem langsam waren, wenn überhaupt, und es sehr wenig überhaupt Abschluss von eines Verfahrens gab. Und das hat letztendlich diesen riesigen Rückstau auch ausgelöst. Ja. Die neue Regierung, die jetzt seit einem Jahr im Amt ist, hat einen anderen Ansatz als die Vorgängerregierung unter Herrn Tsipras. Die neue Regierung sieht das mehr als eine Managementaufgabe, die fair gemacht und gestaltet werden muss, aber die zumindest dazu führt, dass jeder auch einen Bescheid bekommt, weil jeder Flüchtling soll ein Asylverfahren durchlaufen und hat das Recht darauf. Und auch einen Widerspruch einzulegen, falls es ein negativer Bescheid wird. Und das genau wird jetzt im Moment verstärkt gemacht, auch mit großer Unterstützung der Europäischen Asylagentur, die der griechischen Asyldienst hilft, mit dem Ergebnis, wie im Prinzip fast allen Mitgliedstaaten, dass ungefähr 30-40% der Schutzbedürftigen einen Schutzstatus bekommen, eine Anerkennung bekommen. Die werden dann auch sofort von den Inseln runtergenommen. Und die ungefähr 30-40% einen Rückführbescheid bekommen, weil ihr Schutzstatus nicht gerechtfertigt ist oder nicht anerkannt wird. Also sie haben da im Prinzip einen Stau gehabt, auch von einem Nicht-Management mit den Ankünften umzugehen. Jetzt sind ja die langen Asylverfahren das eine, das andere sind die Unterbringungsbedingungen. Griechenland ist dafür stärker unterstützt worden als eigentlich jedes andere Land auf der Welt. Ich glaube, 2,4 oder 2,7 Milliarden Euro in den letzten 5 Jahren für eine vergleichsweise überschaubare Zahl von Flüchtlingen. Das Geld kam von der EU und sozusagen, wenn man einen Blick nach Moria geworfen hat, dann war natürlich die Frage, wo ist es geblieben? In Moria ist es offensichtlich nicht ausgegeben worden. Das ist ja sozusagen keine rein griechische nationale Frage, sondern da ist die EU natürlich auch involviert. Warum ist sozusagen mit all diesen Mitteln trotzdem die Unterbringung so gewesen, wie sie war? Also man muss natürlich sagen, dass es heute keine große Anzahl ist von Flüchtlingen, die in Griechenland sind, aber dass eine sehr große Anzahl durch Griechenland durchmarschiert ist. Ich glaube, es sind über 300.000, die durch Griechenland durchgegangen sind, und die haben sich zum Teil dann auch über mehrere Monate oder manchmal Jahre sogar dort aufgehalten. Von dem her war es natürlich doch eine größere Anzahl von Flüchtlingen, als es scheint. Ein großer Anteil der Unterstützung ist in der Tat in das Erstaufnahmesystem Griechenlands geflossen, vor allem auf dem Festland auch, wo sehr viele Lager bestehen, die von der Internationalen Organisation für Migration gemanagt werden. Die Lager auf den Inseln wurden hauptsächlich von der griechischen Verwaltung selber verwaltet. Und in der Tat ist es, glaube ich, nicht der Mangel an Geld, der Moria herbeigelöst hat, sondern erstens eine große Herausforderung. Überlegen Sie sich mal, so viele Menschen auf einer kleinen Insel gemäß unterzubringen, ist wirklich keine leichte Aufgabe, mit täglichen Ankünften von manchmal 100 bis 200 Menschen. Ich glaube, dass es selbst bei uns nicht einfach gewesen wäre, sowas zu managen. Ne? Und es gibt aber nach wie vor dieses Bemühen von uns, diese Standards, die EU-Standards auf dem Festland weiter einzuhalten und auf den Inseln herbeizuführen. Und wir setzen uns jetzt auch verstärkt dafür ein. Deswegen wurde diese Taskforce gegründet und das ist auch mit meiner Aufgabe. Jetzt gibt es viele, die sagen, der griechische Staat hätte es trotz aller Schwierigkeiten, die Sie beschrieben haben, sehr wohl in der Hand gehabt, sagen andere, menschenwürdigere Aufnahmebedingungen zu schaffen. Der politische Wille war aber nicht da und er war deshalb nicht da, weil man die Befürchtung hatte, sozusagen, je besser es den Flüchtlingen auf den Ägäisinseln geht, desto mehr kommen nach, und je mehr nachkommen, desto mehr bleiben auch da, weil der Rest der EU Griechenland nicht oder nicht ausreichend Flüchtlinge abnimmt. Denken Sie, dass da was dran ist? Boah, da kann man sehr viel drüber diskutieren. Also ich glaube, die jetzige Regierung, die eine konservative Regierung ist, hat über 2000 Flüchtlinge seit Anfang März 6.000 Flüchtlinge seit Anfang März von den Inseln geholt und über 2.000 seit dem Feuer von Lesbos geholt. Also letztendlich ist ein Bemühen da, das besser zu managen. Ich glaube, es war eine Mischung aus allen möglichen Faktoren, inklusive einer Überforderung des Systems vor Ort. Dankeschön. Verständliches Überforderung. Ja, vielen Dank. Ich wurde noch mal darauf hingewiesen, zu sagen, dass auch gerne die Zuschauerinnen und Zuschauer Fragen stellen können.
und zwar im YouTube-Chat. Die werden dann hier weitergeleitet und wir können sie den Gästen stellen. Bislang gibt es keine, aber wenn es doch welche geben sollte, sehr gerne. Und ich würde dann jetzt nochmal an Markus Engner weitergeben. Was denken Sie, wie viel Politik hat bei der Lage auf den Ägäisinseln, wie sie sich dargestellt hat, eine Rolle gespielt? Und inwieweit hat auch sozusagen das Ringen um die Weiterentwicklung des europäischen Asylsystems, bei dem die ausgegrenzten Staaten ja ein ganz spezifisches Interesse hatten, nämlich eine Dublin-Reform, die sie wirklich, wirklich entlastet, inwieweit hat das die Situation auf den Ägäisinseln mitgeprägt? Ja, ich glaube, ganz entscheidend. Also natürlich haben wir alle unterschiedliche Blickwinkel und die logistischen und technischen Herausforderungen, die Frau Gmünder gerade beschrieben hat, die sind sicher, also die will ich gar nicht beiseite schieben. Ja? Das ist offenkundig ja, eine große Aufgabe und ist es weiterhin. Mir wird gesagt, der Ton ist zu laut. Aber das, ich kann nur versuchen, ein bisschen leiser zu sprechen. Gut, besser. Danke. Genau, ich kann, also ich glaube, Flüchtlings- und Migrationspolitik hat immer verschiedene Dimensionen. Ja, eine innenpolitische Dimension und auch eine außenpolitische Dimension. Und hier kommen, glaube ich, im griechischen Fall verschiedene Dinge zusammen. Das eine ist, und das hat ja auch Franziska Grillmeier auch schon angesprochen, dieses Gefühl, trotz der großzügigen finanziellen oder umfangreichen finanziellen Hilfen der EU, anderer Mitgliedstaaten, ist das Gefühl da, irgendwie doch alleine gelassen worden zu sein, weil eben nur sehr wenige Personen mit dem Relocation-Programm und auch später letztlich umgesiedelt werden konnten. Ja, es geht ja nicht nur um sozusagen finanzielle Unterstützung, sondern auch um die Übernahme von Personen. Das hat nicht wirklich funktioniert und funktioniert ja bis heute nicht. Das ist so das eine. Und auch übrigens die Entsendung von Personal, also von Beamten, die bei der Antrags-, also Bearbeitung helfen könnten, das hat auch nicht funktioniert aus Sicht der griechischen Behörden. Und insofern gibt es sozusagen so ein starkes Gefühl, wir haben unseren Beitrag letztlich geleistet und die anderen eher nicht. Also klar, ich meine, da gibt es ganz verschiedene Staaten, das wissen wir alle, das geht vielleicht weniger an Deutschland beispielsweise, diese Kritik, aber an eine ganze Reihe von anderen Staaten, die sich gar nicht beteiligen und das ja auch in Zukunft eigentlich nicht wollen. Und das andere, und das klang aber eigentlich auch schon durch in dem Bericht von Franziska Grillmeier, ist eine ganz, ganz starke, also wir nennen das in der Migrationsforschung so Securitarization, ja, sozusagen eine Versicherheitlichung des Themas. Also es geht gar nicht darum, sozusagen, dass es hier nur Menschen sind, die irgendwie Schutz brauchen, sondern sie werden sehr stark als Bedrohung gesehen. Das eine ist sozusagen als tatsächliche Bedrohung, deswegen werden sie auch in diesem Lager irgendwie festgehalten, kontrolliert und so weiter. Aber ganz entscheidend ist, glaube ich, der Konflikt auch mit der Türkei. Und hier werden die Flüchtlinge und Migranten eben als letztlich ein strategischer Spielball von beiden Seiten, von Seiten der türkischen Regierung, aber auch von der Seiten der griechischen Regierung und auch Öffentlichkeit zum Teil wahrgenommen. Also, und das führt dann eben dazu, dass all die, man kann schon sagen, also nicht nur Rechtsbrüche, sondern auch wirklich ja, diese brutalen politischen Entscheidungen, die werden ja irgendwo getroffen in Athen, also das Aussetzen von Menschen auf dem Meer. Ja? Ich meine, darauf muss man erstmal kommen. Und auch, dass natürlich der Konflikt an der türkisch-griechischen Grenze, wo ja auch eine Person erschossen wurde. Also wir sehen eigentlich, dass das fast als eine Art militärische Auseinandersetzung verstanden wird. Griechenland fühlt sich bedroht von der Türkei, also sozusagen nicht nur in der Frage der Flüchtlingspolitik, sondern auch darüber hinaus gibt es ja andere Konflikte mit den Gasfeldern, glaube ich. Und das führt dazu, dass sozusagen jede Art von Empathie letztlich nicht mehr vorkommt im Diskurs. Und es geht sogar so weit, dass sozusagen, obwohl es jede Menge Dokumentationen gibt über diese Pushbacks, aber auch über geheime Lager, die es teilweise gab, dass das von Seiten der griechischen Regierung einfach abgestritten wird, obwohl es diese, also von der New York Times und anderen und auch von NGOs dann Berichte gibt, die das belegen, wird einfach gesagt, ja, das stimmt nicht, das ist türkische Propaganda. Und da sehen wir schon, dass es eigentlich bei dieser Auseinandersetzung wirklich nur zu einem Teil um logistische, humanitäre Aspekte gibt, sondern sozusagen wirklich um politische Fragen. Das eine halt habe ich gerade geschildert mit der Türkei und das andere ist natürlich der weiterhin ungelöste innereuropäische Konflikt, wie man weiter umgehen will mit der Flüchtlingsfrage. Vielen Dank. Frau Gmünder,
Markus Engel hat es gerade angesprochen, die Pushbacks, die gibt es hier nicht nur an der griechisch-türkischen Grenze, sowohl in der Ägäis als auch an der Landgrenze. Es gibt eine ganze Reihe von Berichten, zuletzt ein von Amnesty International über Malta im zentralen Mittelmeer, die Kooperation mit der griechischen Küstenwache, eine lange Litanei sozusagen von oder eine lange Serie von gut dokumentierten Menschenrechtsverletzungen im Kontext einer europäisch organisierten Grenzschutzpolitik. Kroatien hatte ich am Anfang noch erwähnt, seit mindestens 3 Jahren eingehend dokumentiert, dass es diese gewalttätigen Pushbacks gibt. Wie ist man da sozusagen als EU-Kommission, in welcher Position ist man da, diesen Staaten klarzumachen, das geht so nicht, das könnt ihr nicht machen, wenn man gleichzeitig die zentrale Forderung Flüchtlingsweiterverteilung aus den Außengrenzenstaaten nicht erfüllen kann, weil die Aufnahmebereitschaft anderer Länder das nicht hergibt? Ja, das ist eine schwierige Frage. Meine Kommissarin, die Frau Innenkommissarin, Frau Johansson, hat sich sehr öffentlich und sehr kritisch gegenüber Pushbacks immer wieder geäußert. Und wir haben jetzt in dem Pakt vorgeschlagen, dass es sowohl einen Mechanismus gibt, den jeder Mitgliedstaat einsetzen muss, um Pushbacks zu überwachen oder zumindest die Vorwürfe für Pushbacks, weil jeder Mitgliedstaat sagt ihnen ja, es sind Vorwürfe, und dann auch diese unabhängig zu untersuchen. Ne? Wir arbeiten sehr eng mit Kroatien zusammen, um so einen unabhängigen Mechanismus jetzt schon zu schaffen und arbeiten da dann auch mit dem Flüchtlingshilfswerk zusammen. Aber das ist eine schwierige Frage und nicht einfach zu lösen, weil der Vertrag der Europäischen Union, der unsere Kompetenzen festschreibt, gibt der Kommission keine eigene Investigation Power in diesem Bereich. Und an den Vertragstext und an unsere Kompetenzen müssen wir uns halten. Aber ein ganz klares, immer wieder öffentliche Kritik auch von meiner politischen Chefin. Was die Relocation angeht und die Umsiedlung, immer das stimmt zum großen Teil, was Herr Engeler da gesagt hat, aber es stimmt nicht ganz, weil es hat natürlich doch eine Umsiedlung aus Griechenland stattgefunden. Das haben wir schon ein bisschen vergessen, weil das im Jahr 2016 und 2017 war. Aber es waren insgesamt 35.000. Das ist eine kleine Zahl, aber es ist dennoch eine Entlastung des Systems. Ja? Und das darf man nicht vergessen. Und das ist ja der große Elefant, der im Raum ist, wenn es um diese gesamte Migrationsfrage kommt. Auch eine sehr spaltende dieses Thema ist ja inzwischen politisch so schwierig, dass es auch auf unsere Demokratien eben einen großen Einfluss haben kann und einen sehr spalterischen Einfluss. Und deswegen ist es uns auch so wichtig in diesem Asylpakt, dass wir einen pragmatischen Ansatz haben, wo wir versuchen, sowohl den an den Außengrenzen unter sehr viel Druck stehenden Staaten zu helfen, als auch zu kommunizieren, dass wir eben nicht eine Abschottung Europas wollen, sondern dass wir auch eine legale Möglichkeit haben, nach Europa zu kommen. Sie haben die größte Einwanderung jedes Jahr findet legal statt. Das sind entweder über Arbeitsvisa, Studentenvisa, durch Heirat. Es gibt ungefähr nur 140.000 illegale Migranten. Diesen aber haben ein riesiges Potenzial für sehr viel widersprüchliche und konfliktreichen Diskurs in unserer Gesellschaft. Und deswegen denke ich, wir müssen einfach versuchen, mit dieser Sprengkraft zurechtzukommen und wieder eine gewisse, man kann nicht sagen Harmonie, aber zumindest ein gewisses Verständnis unter den Mitgliedstaaten zu finden, wie wir damit umgehen. Jetzt haben wir nämlich eine Publikumsfrage bekommen, die direkt auf das abzielt, was Sie gerade besprochen hatten, und zwar die Frage, welche Handhabe hat die Kommission eigentlich, wenn Griechenland die Aufnahmerichtlinie verletzt und es solche Praktiken gibt, wie es sie gibt, was man nun weiß, an welcher Stelle kann und an welcher Stelle sollte die Kommission da mit einem Vertragsverletzungsverfahren dagegen vorgehen? Ja, das können wir natürlich, aber dazu müssen Sie eine sehr, sehr sichere Grundlage für diese Verletzung haben. Und es gibt immer eine Stellungnahme und eine Gegenstellungnahme. Und es ist nicht so einfach, dies neutral und ganz sicher festzustellen. Aber klar, natürlich können wir Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Wir tun das auch. Also gegenüber Griechenland gibt es verschiedene Vertragsverletzungsverfahren, die seit Jahren anhängig sind, die sich auch genau um die Aufnahmebedingungen von Flüchtlingen ansprechen. Danke. Herr Engler, Sie wollten gerade was sagen. Das können Sie jetzt gerne tun. Ich würde noch eine Frage kurz an Sie ergänzend richten. Zwar ist an den Pakt sind ja sozusagen hohe Ansprüche und große Hoffnungen geknüpft worden. Die Kommission hatte da objektiv eine schwierige Situation. Auf der einen Seite die Außengrenzenstaaten, die gesagt haben, wir
stimmen nur dem zu, was sozusagen dauerhaft Relocation festschreibt. Und auf der anderen Seite die Gruppe mehrheitlich osteuropäischer Staaten, die gesagt haben, wir stimmen nur dann zu, wenn Relocation jedenfalls für uns nicht drinsteht. Hat die Kommission aus dieser ja objektiv schwierigen Gemengelage das Maximum dessen herausgeholt, was menschenrechtlich und flüchtlingspolitisch notwendig gewesen wäre? Ja, ob sie das Maximum rausgeholt haben, das ist sehr schwer zu beurteilen. Ich meine, Sie haben es ja richtig gesagt, die EU-Kommission ist in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Lage. Und aller Kritik, sozusagen, die häufig in dem Themenfeld Migration oder vor allem Flüchtlingspolitik formuliert wird, ich finde, die EU-Kommission ist in den meisten Fällen der falsche sozusagen Adressat dieser Kritik. Manchmal würde ich mir auch wünschen, sozusagen eine etwas vehementere sozusagen, Rhetorik im Verurteilen bestimmter menschenrechtlich schwieriger Handlungen, wie wir das immer wieder, also die wir immer wieder sehen, und dann hört man sozusagen eher diplomatische Töne und genau, also aber im Grunde ist das sozusagen eigentlich, sind das im Wesentlichen die Mitgliedstaaten, die hier in der Kritik stehen sollten. Und genau, was ich eigentlich sagen wollte, zum einen diese ganze Debatte, ja, Sie haben ja gefragt, wie viel Politik steckt da irgendwie drin. Es sind keine großen Zahlen. Also wir hatten das Ausnahmejahr 2015, 2016. Selbst das, sozusagen, wenn wir das im weltweiten Maßstab mal anschauen, war das keine sehr große Zahl sozusagen an Menschen, die an ein reicher Kontinent wie die Europa, wie die Europäische Union, das ist sozusagen, das ist keine materielle Frage. Ja? Sozusagen, klar, eine gewisse Herausforderung, weil die in kurzer Zeit kam und so, aber es geht nicht darum, dass wir nicht die Ressourcen hätten. Und auch wenn wir weltweit schauen, sagen, es gibt 26 Millionen Flüchtlinge laut UNHCR weltweit und davon gibt es 1,4 etwa Millionen mit Resettlement-Bedarf. Das könnten wir morgen klären als Weltgemeinschaft. Ja? Die EU mit ein paar anderen Staaten, das ist nicht das Problem. Das Problem ist sozusagen, dass wir eine starke Politisierung haben in der EU, aber auch weltweit. Heute Abend ist ja die Wahl auch in den USA, die einen riesigen Effekt haben wird auf das weltweite Flüchtlingsregime. Sozusagen sollte Donald Trump gewinnen, wird es sozusagen sich ein Trend einer Erosion fortschreiben, also der internationalen Regeln und auch des Resettlement-Programms und so weiter. Genau, also es geht eher darum, dass Staaten Kooperationen, also letztlich ja, Kooperationsprobleme nicht gelöst kriegen in der EU. Dass wir sagen, wie gesagt, morgen könnte die EU beschließen, 1 Million Menschen aufzunehmen oder meinetwegen auch 1,4 Millionen, also abgesehen jetzt mal von den besonderen Bedingungen der Covid-Situation, ja, die ich nicht vergessen wollen für einen Moment, aber es wäre kein Problem für die EU, sämtliche Menschen mit Resettlement-Bedarf, also 1,4 Millionen Menschen aufzunehmen, sagen wir ein, zwei Jahren und zu versorgen und so, das würden wir hinkriegen, aber wir haben nicht den politischen Willen dazu, das ist das eine, und wir haben eine Reihe von politischen Akteuren in einigen Ländern, die alle kennen, in Ungarn, in Visegrad-Staaten, auch, aber auch in Österreich, in Sebastian Kurz, die nicht nur sich nicht engagieren wollen in der Aufnahme von Flüchtlingen, sondern die sozusagen strategisch aus innenpolitischen Gründen auch nicht interessiert sind an Kompromissen, sondern vielmehr an einer sagen, dauerhaften Eskalation dieses Themas interessiert sind. Deswegen bin ich auch eher skeptisch, was sozusagen eine wirkliche Einigung in dieser Frage, also Sie haben ja den Migrationspakt angesprochen, ich bin wirklich eher skeptisch, dass da irgendwas Gutes bei rauskommen kann. Also ob die Staaten sich dort einigen werden, ist völlig offen natürlich. Ne? Also wir haben gerade erst angefangen. Ich war skeptisch überhaupt in der Frage, ob sie sich überhaupt einigen können, weil wir haben eigentlich mehr oder weniger die gleichen politischen Konstellationen wie vor einem Jahr, wie vor zwei Jahren. Da hat sich nicht so viel geändert, ehrlich gesagt. Genau, also warum sollten sich jetzt die gleichen politischen Entscheidungsträger mehr oder weniger auf was ganz anderes ändern? Auf eine ganz andere Politik einigen, in der sie sozusagen Menschenrechte komplett achten, in der sie die humanitäre Verantwortung der EU sozusagen und auch der einzelnen Staaten gerecht werden. Also das sehe ich einfach nicht. Es gibt eigentlich wirklich kaum Regierungen in Europa im Moment, die bereit wären, das zu tun, was eigentlich nötig wäre. Ja? Und, das klingt jetzt natürlich ein bisschen fatalistisch. Ne? Gut, es gibt diese Entscheidungsträger, die reagieren strategisch so. Kann man jetzt irgendwie wenig machen. Es gibt ja sozusagen den Ansatz, zu versuchen, sozusagen die Staaten einzusammeln, die da jedenfalls ein Stück weit vorangehen wollen.
und ein Stück weit sich für Aufnahmen im geringen Umfang öffnen. Europa der zwei Geschwindigkeiten ist das Schlagwort. Das ist auch vor dem Pakt an vielen Stellen versucht worden. Ist das was, wo Sie sagen würden, da könnte man eventuell weitergehen und da kann man auch einen Staat wie Deutschland, aber auch andere Länder, die jetzt nicht rechtspopulistisch regiert sind, nochmal viel stärker in die Pflicht nehmen und das auch von denen einfordern, dass sie da mit gutem Beispiel vorangehen und dadurch auch eine politische Sogwirkung vielleicht auslösen? Ja, politische Sogwirkung weiß ich nicht. Ich würde es auch so sehen, dass ein Europa der mehreren Geschwindigkeiten sozusagen hier schon Sinn macht und es eigentlich auch gar nicht anders geht. Aber gut, wir haben wirklich, das dürfen wir auch nicht vergessen, gerade die zweite Welle überall in Europa. Und mein Gefühl ist sozusagen, dass das, was wir an Empathie, an Solidarität sozusagen mit jenen, die unsere Hilfe eigentlich bräuchten, dass das gerade komplett hinten runterfällt und auch in den nächsten Jahren, also ich weiß nicht, wie lange diese Pandemie andauern wird, aber sagen wir in den nächsten Monaten, im nächsten halben Jahr mit allen gesellschaftlichen Folgewirkungen und so, da wird kein, also selbst wenn Deutschland sagen würde, okay, wir nehmen jetzt mal 50.000, 100.000 Menschen auf, da würden sich wenige Staaten anschließen und Deutschland würde auch diese Entscheidung natürlich nicht treffen, das wissen wir auch in dieser Größenordnung. Insofern, ich bin leider eher skeptisch und pessimistisch. Sie hatten ja eigentlich gefragt, ob die EU-Kommission das Maximum da rausgeholt hat. Immerhin ist Bewegung reingekommen in die Debatte. Ja? Die lag ja 2 Jahre auf Eis, die Verhandlungen. Und dieses politische Vakuum fand ich auch sehr gefährlich, weil sozusagen keiner wusste mehr, wohin die Reise geht. Und man hatte das Gefühl, dass sozusagen menschenrechtlich die Dinge sich immer verschlechterten. Sie haben ja einige Beispiele genannt. Wir haben noch gar nicht über Kriminalisierung von Seenotrettung gesprochen zum Beispiel und es gibt viele andere Dinge, die man nennen könnte. Insofern ist es gut, alle wieder an den Tisch zu bekommen, einen Prozess zu haben. Ich meine, die Idee mit den Rückkehrpatenschaften und auch einige Elemente sind zumindest erstmal neue Gedanken. Und das, also man sieht schon, dass sehr viel Arbeit investiert wurde, dass sozusagen verschiedene Szenarien unterschieden wurden. Angenommen, es würde eine Einigung geben auf ungefähr das, was die Kommission vorgeschlagen hat, oder vielleicht sowas Ähnliches, würde es doch aber an der grundsätzlichen Ausrichtung der europäischen Flüchtlingspolitik, so wie wir sie jetzt haben, glaube ich, nicht so viel ändern. Auch wenn das natürlich die Rhetorik der Kommission ist, dass wir von einem Fresh Start reden sollten. Es ist nicht so, also selbst wenn das sozusagen alles so umgesetzt werden würde, ich glaube, es basiert an vielen Stellen, das muss man als Migrationsforscher irgendwie auch sagen, auf falschen Annahmen. Und zwar auf der Annahme, dass sozusagen Schutzsuchende sich genauso verhalten werden, wie man sich das vorstellt. Ja? Also zum Beispiel die Idee, dass man alle an den Außengrenzen registriert und dann dort Schnellverfahren macht und sie von dort umverteilt. Das ist ja schon jetzt so, dass nur ein wirklich kleinerer Teil, das hat ja Frau Gminder auch angesprochen, also gar nicht nur aller Migranten, aber auch aller Asylbewerber, wenn wir von 600.000 oder so ausgehen in der EU, sind wir bei 100, 140.000, dieses Jahr 70.000 Personen, die überhaupt an den Grenzen registriert werden. Die Idee, dass es irgendwie gelingen könnte, wirklich jede Person an den Grenzen irgendwie zu erfassen, zu registrieren, dann so ein Grenzverfahren zu bekommen, halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird. Da hängen auch eine Reihe von bislang weitgehend ungeklärten juristischen Fragen dran, Frau Gminder. Zwei Dinge, die an dem Pakt sozusagen viele AsylrechtlerInnen, stutzig gemacht haben oder teilweise auch zu starker Kritik geführt haben. Das eine sind die Rückkehrpatenschaften. Um dann nochmal eine offene Frage rauszugreifen. Die Annahme ist ja die, ein Teil der Ankommenden wird sozusagen im Schnellverfahren bis zu 12 Wochen sozusagen verhandelt und kann dann aus den Erstaufnahmeeinrichtungen direkt sozusagen im Zweifelsfall von Frontex abgeschoben werden. Bei denen das schwierig ist, sollen dann die anderen EU-Mitgliedstaaten über so einen Solidaritätsmechanismus eintreten und sich um die Abschiebung kümmern. Jetzt ist die Erfahrung aus allen Ländern in der Vergangenheit, es gibt immer eine Gruppe von Personen, die trotz rechtskräftiger Ausreiseaufforderung nicht abgeschoben werden können. Sei es, weil die Identität unklar ist, sei es, weil der Herkunftsstaat unkooperativ ist, persönliche Gründe wie Krankheiten. Was passiert dann mit denen? Bleiben die am Ende, also wie ist das gedacht? Bleiben die am Ende dann doch in Griechenland und Italien und Malta? Müssen Länder wie Slowakei, Slowenien, Ungarn die dann nehmen, weil sie die auch nicht abschieben können? Oder muss man damit rechnen, dass die sich sozusagen über die objektiven Abschiebehindernisse hinwegsetzen und sie einfach trotzdem abschieben?
Ja, also ich denke, es ist eher das Letztere, was Sie gerade gesagt haben, dass eben die Menschen, die so eine Rückkehrpatenschaft und die Staaten, die eine Rückkehrpatenschaft übernehmen, dass sie dann eben, falls es nicht gelingt, die Person zurückzuführen, was in der Tat oft vorkommt, dass sie dann nach 8 Monaten die Person umsiedeln müssen in ihr Land. Ja? Ich denke nicht, dass sich Ungarn und ein Visegrad-Staat zur Verfügung stellen wird für diese Rückkehrpatenschaften mit dieser, aber das ist zumindest der Versuch, den wir machen wollen, ne? Dass eben mehr und größere Beteiligung von Staaten stattfindet und falls dann die Rückführung nicht gelingt, dass dann eben eine Umsiedlung stattfindet. Ich denke auch, was Herr Engler gesagt hat, ist sehr richtig. Das Stimmungsbild zur Migration ist sehr viel nüchterner geworden und vor allem in den meisten Mitgliedstaaten. In Deutschland gibt es noch sehr viel Anteilnahme und auch sehr viel Interesse daran. Das ist in anderen Staaten, vor allem mit hoher Arbeitslosigkeit und gerade auch in Griechenland selbst zum Beispiel, deutlich schwieriger, weil Sie sehen es auf Lesbos, wie Frau Grillmeier es ja auch geschildert hat, dass die Stimmung über die Jahre gekippt hat, von einem sehr positiven Klima in mehr Schwieriges. Von dem her sind die Rückkehrpatenschaften ein Versuch, alle Staaten wieder einzubinden, diesen Staaten, die vorne an der Grenze stehen und die eine deutlich höhere Last zu tragen haben, zu helfen. Und das würde dann auch gelten für die Seenotrettung, die natürlich umgesetzt werden muss. Natürlich müssen wir Menschen retten, die in Seenot geraten. Und das gilt sowohl im Mittelmeer als auch in der Ägäis. Aber es muss eben eine Möglichkeit gefunden werden, pragmatisch wieder zu Kooperation zu finden. Und was uns wichtig ist in diesem Asylpakt, ist auch, dass einige der Gesetzgebungsprozesse, die schon seit längerem vorgeschlagen sind, zum Beispiel eine besser funktionierende europäische Asylagentur, die auch ein Stimmungsbild und einen Bericht machen kann, wie Asylgesetze in jedem Mitgliedstaat umgesetzt werden und wie jeder Staat es auch managt, um dann auch uns eine Möglichkeit zu geben, von europäischer Ebene zu sagen, dort können wir verbessern, dort können wir euch besser helfen. Das weiß man zum Teil heute gar nicht so genau, dass das eben gemacht wird. Und im Moment war es jetzt die letzten 2 Jahre so, dass das Parlament und der Rat sich auf nichts mehr einigen konnten und einige Gesetze, wo sie eigentlich Übereinstimmung finden, sozusagen in Geiselhaft genommen haben, um die ursprüngliche Dublin-Verordnung zu klären. Und das ist etwas, wo wir unbedingt wollen, dass es wieder weitergeht, dass wir die neue Asylagentur aufstellen können mit neuen und besseren Hilfestellungen für die Mitgliedstaaten, dass wir auch die Verordnung zu der Datenbank, wo Asylsuchende registriert werden, besser ausstatten können, um eben Mitgliedstaaten zu ermöglichen, rauszufinden, ob jemand schon in einem anderen Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt hat, um einfach besser und integrierter Asylanträge und auch managen zu können, um gleichzeitig aber auch damit dem Asylstellenden eine Möglichkeit zu geben, Bescheid zu wissen über sein Schicksal und nicht ewig in einem Limbo zu sein. Nochmal ein letzter Punkt zum Asylpakt. Ein anderer ganz zentraler Aspekt dabei, der auch auf eine deutsche Initiative zurückgeht, das sind diese Schnellverfahren. Innerhalb von 12 Wochen soll entschieden werden, ist die Person sozusagen schutzbedürftig oder nicht. Die Rechtsfigur, die da zugrunde gelegt wird, ist die der Nicht-Einreise. Die sollen so behandelt werden, als ob sie noch gar nicht auf europäisches Territorium sozusagen gelangt seien. Und die große Frage dabei ist, wie sollen auf diese Weise überhaupt sozusagen Asylrechtsansprüche effektiv geltend gemacht werden können. Die Kommission sagt, nein, wir wollen sicherstellen, dass es da Beratung gibt, dass es auch Klagemöglichkeiten gibt. De facto wird es so sein, dass die neue Europäische Asylagentur diese Vorprüfung tun wird und kein Nationalstaat dann sozusagen der Adressat eines möglichen Widerspruchs gegen eine Ablehnung dabei sein kann. Ist das sozusagen aus Ihrer Sicht mit dem Rechtsanspruch, der ja besteht, auf ein reguläres Asylverfahren vereinbar? Viele Asylrechtler sagen nicht. Der Rechtsanspruch auf Asyl ist uns extrem wichtig. Es ist ein Menschenrecht. Also von dem her bin ich überzeugt, dass die Art und Weise, wie es vorgeschlagen hat, auch den juristischen Regeln entspricht. Natürlich wird es jetzt eine Diskussion darüber geben. Aber mal, um auch ganz klarzustellen, was wir vorgeschlagen haben, soll nicht unbegleitete Minderjährige betreffen. Familien werden von diesem Schnellverfahren, das Screening Proposal heißt es auf Englisch, ausgenommen. Und es soll eigentlich nur angewendet werden für Nationalitäten, wo man weiß, dass ihre Anerkennungsquote relativ niedrig ist. Also 75% aller Ankommenden betreffen würde. Nee, es wird nicht 100% aller Ankommenden betreffen. Es betrifft nur einen kleinen Teil der Ankommenden. Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige, was ich gerade betonen möchte. Also es ist nur für eine Gruppe, wo man aus Erfahrung weiß, dass die Anerkennungsquote relativ gering ist. Und das wissen Sie natürlich nach einiger Zeit. Mhm.
Ja. Sie wissen ja auch, wo die politischen Konflikte sind auf dieser Erde. Ja, das ist, also wenn man sozusagen die Ankünfte im Mittelmeer sich anschaut, da sind Länder wie Tunesien, Algerien, Marokko dabei, die sind alle deutlich unterhalb dieses Kriteriums von 20%. Da kommen Sie auf etwa 3/4. Aber gut, es gab noch eine Publikumsfrage, die ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten würde. Und zwar ist die sozusagen bezogen nochmal auf Umsiedlung aus Griechenland, was ja sozusagen eine Forderung der griechischen Regierung seit langer Zeit ist. In welcher Zeit ist damit, glaube ich, gemeint, in welcher Zeit ist die Umsiedlung der Ankommenden, bei denen gesagt wird, ja, die sollen ihren Schutzanspruch sozusagen in einem anderen EU-Staat einlösen können, geplant? Können Sie dazu noch was sagen? Also ich denke, diejenigen, die neu ankommen, sollen schon in diesem Verfahren an der Grenze im Erstankommensstaat geprüft werden. Ne? Und erst dann, wenn es einen Bescheid gibt, sollen sie im Rahmen dieser Rückführpartnerschaft eventuell umgesiedelt werden, falls der Staat, der die Partnerschaft übernimmt, die Rückführung innerhalb von 8 Monaten nicht durchsetzt. Also das ist so die Grundidee. Ich hoffe, damit erkläre ich es richtig. Vielleicht nur ganz kleine Ergänzung. Kurz, bitte. Genau, also ist auch die Frage, je nachdem welches Szenario. Ne? Ich meine, es werden ja verschiedene Szenarien unterschieden, ob es sozusagen eine quasi normale Situation ist, wo Umverteilungen sowieso vollkommen freiwillig sind, ob es ein sozusagen sogenanntes Druck- und Pressure-Szenario ist sozusagen, oder ob es ein Krisenszenario ist. Und je nachdem welches Szenario gerade gilt, werden auch sozusagen unterschiedliche Verfahren und die unterschiedlich schnell ablaufen und die auch unterschiedliche Personenkreise ja, mit einbeziehen gemeint sein. Aber ich glaube, da ist vieles auch, also müssen sehen, was davon aus den Verhandlungen wie rauskommt, in welcher Art und Weise. Aber genau, deswegen kann man diese Frage gar nicht so eindeutig beantworten. Alles klar. Vielen Dank. Ich habe den Hinweis bekommen, dass die Zeit wirklich endgültig jetzt abgelaufen ist. Wir haben eine Stunde gesprochen. Es gäbe sicher wesentlich mehr. Ich danke Ihnen trotzdem für das, was wir heute hier behandeln konnten. Franziska Grillmeier, Sie sind im Moment in München, aber jetzt bald wieder auf Lesbos. Wir freuen uns auf weitere Berichte. Markus Engner, danke, dass Sie da waren und auch Frau Gmündner, dass Sie gekommen sind und ein bisschen sozusagen aus der Innenansicht der Kommission uns berichtet haben. Ich wurde noch gebeten, auf den nächsten DECIM-Talk hinzuweisen. Der ist am 1. Dezember geplant und das Thema wird sein, die sogenannte dritte Generation der Migrantinnen und Migranten. Gibt es sie wirklich und wenn ja, was macht sie aus? Soweit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie da waren und einen guten Abend. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke.